Cool, wir sind das kleine Fake-Neue hier. Also ich hoffe, so von der Lautstärke her ist das jetzt in Ordnung. Zwischen dem Game und meiner erotischen Stimme. Wir müssen erstmal hier. Sagt doch, wer mein Sprach. Na, mal gucken, was ist denn hier? Hui! Hä? Hä? Okay. Ah, das war's. Muss ich hier meinen komischen Schwanz in der herziehen, oder? Ich hab noch keine Ahnung. Also ich hab die Musik habe ich schon mal leiser gemacht, habe ich ungefähr auf der Hälfte gemacht. Denkst du, ich kann es noch ein bisschen leiser machen? Pass auf, dann mache ich einfach so die Gesamtlautstärke ein bisschen leiser. So vielleicht. Muss ich denn hier mal mein Schwanz an der Herz ziehen oder kommt der dann? Ich habe keine Ahnung. Ich muss den hinterher ziehen, oder? Okay, aber ich komm doch da nicht. Du brauchst mehr Garn, heute RT gedrückt, um das Lasso zu werfen. Okay, der füllt sich dann wieder auf. Ich bin gedrückt, um nach Dingen zu greifen. Bewege den Topf weiter nach links. Achso. Weiter LT gedrückt, um dein Garnende zu greifen, dein Garnende zu greifen, der linke Stick dient zum Klettern. Oh verdammt. Wie war denn jetzt festhalten? Das hab ich schon wieder vergessen. Schön. So, hier. Ach nee, da oben. Ach, ich seh's gerade. Was ist nur kaputt? Hallo? Wenn Oberflächen so glitzern, kannst du an ihnen hochklettern. Dabei dient der linke Stick zum Klettern. Das merke ich mir doch nie alles.
Ist ja voll mit Arbeit verbunden. Drücke A, um zu springen und der T, um das Lasse in die Luft zu werfen. Drücke X, um das Garn anzubringen. Versuche hier eine Garnbrücke zu bauen. Die Garnbrücke als Katapult, um dich zu katapultieren, muss der linke Stick nach unten gezogen und anschließend losgelassen werden. Okay. Hui! Erinnerst du dich an dein Lasso, halte RT gedrückt und der linke Stick lässt sich nach oben klettern. Du kannst beim Klettern Knoten binden, drücke X, um deinen Garn anzubringen. Dahin will ich doch. Mann! Hab ich jetzt getan, und nun? Dann machen wir das halt so. Von bestimmten Plattformen herunterzuspringen, muss der linke Stick nach unten gezogen und A gedrückt werden. Hätte er T gedrückt und der linke Stick lässt sich dann sicher an ein Garnende herunterklettern. Siehst du die Lichtwirbel? Das bedeutet, dass du an diesem Punkt beginnst, wenn du später zu diesem Level zurückkehrst. Was für ein Lichtwirbel? Oh. Drücke B, um nach Gegenständen zu greifen. Ja, dann. Ich weiß noch nicht, was hier für Lichtwirbel gemeint ist. Ich sehe hier keinen, aber es ist okay. Da komme ich nicht rüber. Oh, verdammte Kacke. Ich will doch nicht absaufen, Hilfe! Aber warum soll ich das da festbinden? Das ist doch Käse, oder? Luni, 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 Luni.
Das ist ja voll Stress pur hier. Das ist ja. Oh. Wir müssen mal wieder. Geh gar nicht mal zu, wir sind doch stark, oder? Na klar, guck doch. Na Luni, dann auf, zock es. Warum? Okay. Jetzt zu stecken bleibst, halte wird nach unten gedrückt, um den Abschnitt erneut zu stoppen. Hey. Erschreckt mich doch nicht, du Vogel. So, jetzt muss ich wieder hier hochkrabbeln. Na, dann drücke ich dir mal den Daumen, Luni. Zieh, mein Freund, zieh! Machst du nicht mehr heute? Na fein. Okay, was haben wir denn jetzt kaputt gemacht? Oh. Jetzt? Oh. Und jetzt wisst ihr, was das war? Ja. Der wäre schon einiges, um einiges schlauer. Ich geh jetzt nur Videos gucken. Alles klar schon, Luni. Danke für deinen Look und viel Spaß. Zu mir, macht alles kaputt.
M. M. Dürftest du denn mal bitte irgendwie... Gute Frage. Geht das schon super los? Irgendwo ist das Ding da. Das Teil da oben drin. Ja, aber wie komme ich jetzt da hin? Ich bin doch nur hier hoch, Mann. Guck mal. Huch. Wie hoch, nicht runter. Mann. Nee, warte, ich muss hinten rechts muss ich gedrückt halten. Das ist schon mal sicher. Schwingen? Hab ich doch gewusst. Oh Gott, gut. Ich bin doch hoch. Hallo. Das ist schon manchmal ein bisschen komisch. Das ist halt komisch, weil du halt immer die gleiche Taste drücken musst. Nein, ich wollte doch da rein. Jetzt darf ich die ganze Kacke nochmal machen. Jetzt hätte ich ja gar keinen Knoten machen müssen. Dann muss ich doch gar keinen Knoten machen. Mich nicht weiter runter? Nee, hm? Ich bin oben drauf. Ey, wieso komme ich nicht da rein? Ach Mann, ey. Ich will da rein. Ja, es ist halt, ich spiel halt selten so Spiele. Oh, da war ich so tief. Machen wir es halt so. Hey. Hm. Ah, scheiße, komm ich doch nicht so. Oh, muss schon ganz hoch. Ich fand das Spiel richtig, richtig gut, wenn man sich auf die Story einlässt und sie kapiert. Hm, na mal sehen, ob ich sie kapiere. Mal sehen.
Okay, ich muss irgendwie da unten rein, warte mal. Ich komm doch hier bestimmt irgendwie hier unten rein, oder? Ah, genau so. Es könnte vielleicht passieren, dass du es musst. Das werden wir ja sehen. Ich bin's halt nicht so gewöhnt. Ich spiele halt eigentlich selten so Spiele. Bei mir gibt's halt selten sowas. Au! Kleiner Mieser. Wieder nur, warte mal. Müssen wir mal gucken hier. Warte. Knoten da mal eine Machung rein. Wir machen da mal einen Knoten rein. Gehen wir da hoch. Jetzt knoten wir uns hier eben. So, und dann. Schieb, mein kleiner Schieb! Man muss sich halt erstmal immer dran gewöhnen, dass man halt dieses Zeug immer mitnehmen muss. Bei Bitfahrten. Frage ist jetzt nun, muss ich jetzt nur unten. Die kann ich gar nicht mehr mitnehmen, oder? Komm ich jetzt gar nicht mehr unten hin. Doch, komm ich, haha. So. Gut. Das Ding muss doch bestimmt schwingen, oder? Ja, der schwingt ja gar nicht so lange. Scheiße. Komm ich trotzdem so hoch? Ich muss das bestimmt irgendwie machen, oder? Der schwingt halt aber irgendwie nicht so lang, hab ich das hoch. Kleiner Knopf, du bist zu schwach. Und ich muss halt einfach weiter runter. Aua. 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 Ich bin leider nicht so tief. Springt er aber auch nicht weit, habe ich so das Gefühl, oder bin ich einfach nur doof? Oder muss ich mich hier dran baumeln? Das glaube ich eher weniger. Oder wir machen es einfach so. Würdest du mal bitte? Du willst so alles verraten. Hör mal! Ähm.
Und du stehst kurz davor. Ich sehe das doch. Ja, hallo? Dir juckt's doch schon. Dir juckt's doch schon in der Stimme. Ich spür es doch. Wenn ich das jetzt wegmache, komm ich doch eigentlich trotzdem hoch. Oh ja. Sehr schön. Da wäre ja schlimm, wenn du das machen würdest. Ich weiß noch nicht, was der hier immer einsammelt. Autsch! Wie er sich freut. Das ist nun größer. Disteln und Gräser, wie schön es war, als es neu war, wie schön es immer noch ist, obwohl die Zeit es verändert hat.